Ach hier, okay. Mit dem Wahlgesang. Stimmt, die waren ja noch gar nicht hier oben überhaupt auf dem Gelände, ne? Da führt die Mainquest hin, aber wo führt die Sidequest hin? Ach, dahin. Ich sehe es. Okay. Und jetzt sind die Türen offen, okay. Ja, die zwei Türen waren das letzte Mal ja noch zu. Da konnten wir gar nicht durch. Okay, let's get this over with. Hier komme ich nicht durch. Ja, aber das ist logisch, ey. Hast du das gehört? Ich sagte, die Exploder oder die Burster, wie sie heißen, sagen sorry. Die entschuldigen sich dafür, dass die gleich einen fahren lassen. Und gehen dabei in die Luft. Irgendwie geht's ja gerade richtig ab, ey. Oh, immun gegen alles, der Junge. So. Ein Alarm hat so viel Stress ausgelöst. Also Davis ist irgendwo da drinnen. Wir müssen bloß einen Eingang finden. Help. Alter, aber wie der das geschrieben hat. Mit seinem eigenen Blut und dann ist er hier krepiert. Boah. Total. Wie soll ich denn da reinkommen? Irgendwie alles zu. Von der Seite soll eine Öffnung sein, aber da war doch alles. Ach ja. Ja, das ist leider irgendwie bei diesen Rettungsmissionen irgendwie immer so, dass die alle schon längst tot sind und Zombies sind. Finde ich echt scheiße. Würde so einen Spaß machen, mal wirklich einen zu retten.
Das ist Davis. Warum ist Davis so ein Malmer, Alter? Ich dachte, hier geht's um so einen kleinen Nerd, weißt du? Oh Gott. Mein Davis ist kein Kämpfer. Aha. Guck den dir mal an, Alter. Na. Nur, was wird denn das jetzt hier? Leute. Kommen jetzt alle hier aus dem Klo raus. Mal in Ruhe um Munition, das ist gut. Ich hab ja, David ist leider tot, aber es war abzusehen. Leider hier das dumme Schema. Wenn einer vermisst ist, ist er automatisch tot. Finde ich schade. No signal. Maybe this message was better left unsaid. Ach, er hat eine Nachricht an seine Mom geschickt, aber die Nachricht ist nicht rausgegangen, weil es kein Signal gab. Wir lesen mal die Nachricht. Mom, wir sind jetzt auf dem Weg zum Tor. Sie haben deinem Vater den Flachmann mit deiner Medizin abgenommen. Deshalb ist er jetzt grummelig. Du musst ihm mehr davon machen. Geht es dir gut, Schätzchen? Kümmert sich das CDC um dich? Achso, die Nachricht kam von der Mom. Und die Antwort, die ist aber bei der Mom nie angekommen. Diese CDC-Idioten hören mir überhaupt nicht zu, Mom. Sagen, ich soll mich raushalten und zum Bus zurückgehen. Die denken, weil ich noch nicht promoviert bin, wäre ich unqualifiziert. Dabei habe ich Beweise, dass das Universalpulver hilft. Mich und ein Foto von meinem alten, schwabbeligen Ich. Aber mach dir keine Sorgen, Mom. Bei den Bussen hatte sich ein Mädchen versteckt, das gebissen wurde und sich gerne von mir retten lassen wollte. Sobald sie aufwacht, habe ich einen lebenden Beweis, dass es wirkt. Guten Flug, Mom. Bis ganz bald. Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen. Das Mädchen war gebissen und er hat ihr das Universalpulver gegeben. Es hat natürlich nicht geholfen, wie man sieht. Naja. Naja. Tut mir leid, Mom. Schade. Den hätte ich halt gerne mit Kraft. Nicht mit Haltbarkeit. So, ja, ich glaube, wir können mit der Main Quest weitermachen. Müsste jetzt eigentlich alles durch haben. Itemmäßig haben wir genug Platz. Ja, würde ich sagen. Gehen wir mal in die Richtung, so grob. Pi mal Daumen. Oh, wirklich? Moment.
schön da reinlauft, bitte. Da gibt es sogar ein Item, sehe ich gerade. Stangensäge. Die mit Kraft. Das könnte interessant sein. Das könnte man mal ausprobieren. Moment mal, ganz kurz schauen, wie die sich so kämpfen lässt. Ah, ist wieder so eine Piekse. Nee, dann nicht. War doch so klar. Das war ein Fehler. Papa, ich weiß, du hast dir gewünscht, dass Luigi Junior den Laden übernimmt. Aber du machst dir nicht die geringste Vorstellung, was für ein Idiot mein kleiner Bruder ist. Er ist unhöflich zu den Gästen, faul und er verschwindet 10-mal täglich ins Klo, um die Wände voll zu schmieren. Was? Was? Hat der explosive Spritzpups oder was? Ihr habt ja 10-mal am Tag die Klowände braun? Was ist da los? Das Folgende ist alles letzte Woche passiert. Montag. Junior verschwindet zur Mittagszeit mitten im größten Andrang für eine Stunde und kommt mit Augen zurück, die röter sind als der Teufel. Wahrscheinlich gekifft. Becky sagt, sie hat gesehen, wie er unter dem Pier mit ein paar dubiosen Gestalten rumgehangen hat. Dienstag. Er ersetzt seine geheime Marinara-Soße durch Ketchup. Und ein Kunde sieht, wie er sich mit einem Pfannenwender am Hintern kratzt. Als der sich beschwert hat, hat er ihn als die Drul beschimpft. Keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht kann ein Italiener das erklären, was ein Gidrul ist. Ich weiß es nicht. Mittwoch. Verschwindet erneut mit dem Ladenschlüssel für 40 Minuten und als ich nach Feierabend die Kasse kontrolliert habe, fehlten $60. Donnerstag. Als ich zur Arbeit komme, sind die Läden unten. Ich gehe nach hinten und finde Junior mit einem Nickerchen neben der Mülltonne auf dem Boden. Und jetzt ist er schon wieder weg und hat die Schlüssel mitgenommen, sodass ich den Laden nicht abschließen kann. Hier ist die Hölle los. Überall sind Soldaten und ich habe Schüsse gehört. Ich habe mich auf dem Klo eingeschlossen. Oh, die haben wir gerade entsorgt, die Dame. Um sicher zu sein. Und die ganze Zeit ist er da draußen irgendwo und dröhnt sich zu. Ich hoffe, er kommt in Schwierigkeiten. Das meine ich nicht ernst, Papa. Ich habe ihn lieb und ich habe Angst. Und dich habe ich auch lieb, Sophia. Ja, die Sophia, die haben wir leider gefunden. Die war wohl nicht mehr zu retten. Weiß nicht, woran die gestorben ist, wenn die hier drinnen eingesperrt war. Verhungert vielleicht, ne? Oder verdurstet. Also. Man kann ja bis zu 2 Wochen ohne Essen auskommen, aber nur bis zu, glaube ich, 3 Tage ohne Wasser. Also man verdurstet eher, als dass man verhungert. Das Schöne ist aber auch wirklich, wenn man sich so ein bisschen die Zeit nimmt und sich die Umgebung anguckt, ne, und in die Läden reingeht und so, dann findet man überall so kleine Storys. Ne? What the fuck? Ach, da. Es ist einfach nicht bloß so eine leblose Welt mit ein paar Zombies und ein paar Kisten. Man hat auch wirklich überall eine kleine Story versteckt. Finde ich schön. Oh. Nur fände ich es schöner, wenn man wirklich wie bei Dying Light auch klettern könnte und die Gebiete so dadurch ein bisschen mehr Open World wären, statt so wirklich so ein bisschen eingegrenzt. Ich möchte auf Dächer hochklettern. Ich möchte
rumspringen können. Ich möchte so richtig alles hier erkunden können und so. Also es gibt einen so ein Pseudo-Open-World-Feeling, aber keine richtige Open-World. Das hat Dying Light besser gemacht. Definitiv. Vor allem Dying Light 2. Das war richtig krass. Da konntest du ja echt überall langlaufen. Konntest du ja teilweise ja rumfliegen. Du hast ja so ein Gleiter gehabt. Konntest du einfach so durch die Stadt gleiten. Von A nach B. Hochhäuser hochklettern und alles Mögliche. So. Ein Kletterhaken hat's dann, den konntest du hochschleudern und dich dann hochziehen lassen auf ein Haus und sowas. Also das Spiel hat richtig Geschwindigkeit drin. Du kannst rumrennen, rumspringen, rumklettern, wie ein Spider-Man. Also wir werden definitiv auch irgendwann nochmal Dying Light 2 hier im Stream spielen. Ich habe das ja damals mit dem Mappe privat angefangen, noch lange bevor ich eigentlich gestreamt habe, habe ich das mit dem mal angefangen. Aber wir haben es leider nie fertig gespielt, weil er dann wegen seiner Arbeit keine Zeit mehr hatte. Und ich wollte es nicht alleine durchspielen ohne ihn. Und ja, dann ist das halt irgendwie so liegen geblieben. Und wenn ich es jetzt nochmal anfangen würde, würde ich natürlich komplett von vorne anfangen. Was ein bisschen schade ist, weil wir haben so viel gefarmt. So viele von diesen, wie hießen die, Nightrunnern oder irgendwie sowas? Nee. Nightstalker, ich weiß nicht, diese starken Zombies, die stärksten. Übelst viele von denen gefarmt, um Belohnungen zu bekommen und sowas. Schade, dass das alles jetzt für die Katz war. Aber ist egal, wir machen das einfach nochmal. Bundy, das ist Dr. Bundy. Der Bundy war ganz schön dick, du. Also immer, wenn ich eine schrecklich nette Familie gesehen habe, hat der Bundy nichts zu essen bekommen. Er hatte immer Hunger. Okay. Ah, hier gab es noch eine Batterie. Betritt den Pier. Okay, find my way to the end of the pier. Get the stupid laptop. Get the fuck out of here. Ich weiß ja nicht, ob das so einfach wird, wie er sich das vorstellt. Ah, ich will da nicht rein. Guck dich den Clown an. Oh Gott. Und dann ist auch noch Nacht, weißt du? Macht das Ganze noch schlimmer. Okay. Ah, ja. Was kann schon schief gehen, wa? Sagst du genau richtig. Was kann schon schief gehen? That's kind of creepy.
Ja. Oh, da liegt was. Wir looten ganz in Ruhe. Wir lassen uns von diesem creepy Clown nicht erschrecken. Keine Angst einjagen, ja. Schaffen das. Schilderpfosten. Das ist ja wirklich ein Pfosten, ne? Der stand hier wirklich hier bei einer. War ein Schilderpfosten. Cool. Fleischverarbeitung. Einfach blind auf alle geschossen, obwohl nicht alle von den Zombies waren. Und dann kam irgendwas richtig Brutales. Und hat ihn zerfetzt. Oh, great. Yeah, this just keeps getting better and better. Ja. Ich glaube, jetzt kommt vielleicht endlich mal der Zombie, der uns noch fehlt. Der mit den Klingenarmen. Ja, wir haben doch an den Rezepten schon gesehen, dass man irgendwann Klingenarme braucht. Also muss auch irgendwann mal ein Zombie auftauchen. Der Klingenarme hat. Nicht wahr? Gar nicht creepy. Nein, überhaupt nicht. Oh, immun. Sind wir jetzt bei 256? Moment, ich muss mal kurz was notieren. 256 oder 55 brauche ich später noch mal. Lila Clown. Mhm. Auch wieder mit Kraft dabei. Und doch nicht. Extra Kraft. Eine Waffe, die keine Kraft hat. Naja. Mit dem Wasser ist gerade hier ein bisschen blöd. Ich zieh die aus, Alter, wie Stripper. Na los, komm schon, noch ein Stück. Sieh dich aus für Daddy. Nein, doch.
So, jetzt brutzeln die sich. Hihi. Oh, da liegt noch was. Na, wirst du wohl. Achtung, Rutschgefahr. Ausklappen, Sid. Lebst du noch, Alter? Ja, Mann, die Soldaten sagen, wir können uns morgen anstellen. Wir schlafen heute Nacht in Frachtcontainern. Und du? Auf dem Pier. Die Boote für heute Abend wurden gestrichen, weil das Meer zu stürmisch ist. Die wollen uns nicht nochmal alle registrieren, deshalb sitzen wir in dem Gebäude am Ende fest. Windig, aber immerhin gibt es ein Dach. Was für ein Rotz, ey. Wenn du herkommst, geh nicht zu dicht an die Kante, da ist es rutschig. Alter, so ungeschickt bin ich auch nicht. Nee, im Ernst, also so ein Typ hat sich zum Pinkeln rausgeschlichen. Ich schaue aus dem Fenster, er steht an der Kante, ich schaue weg. Hör einen Schrei, weg ist er. Gesprungen? Ausgerutscht. Du schreist nicht, wenn du es absichtlich machst. Wahrscheinlich. Seine Mom dreht völlig durch. Echt traurig. Die alte Lady fleht die Soldaten an, ins Wasser zu gehen und ihn zu suchen. Aber es ist zu dunkel und zu gefährlich. Wahrscheinlich wird er irgendwann tot am Ufer angespült. Ich glaube, der ist nicht ausgerutscht. Da war wahrscheinlich ein Zombie am Rand und hat den geschnappt. Verdammt. Alter, bleib weg von der Kante. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ja. Ist das ein Hinweis, dass man hier durchrutschen kann? Nein. Was? Schrott. Diese Karnevalsmusik macht's nicht unbedingt angenehmer. Macht es ziemlich gruselig, muss ich sagen. Oh fuck. Hat er gleich wieder so einen Ausraster? You know what? Okay, you're a creepy motherfucker, I get it. Kann man da rein? Achso, man sollte sogar hier rein. Lol. Ja, ne? Wieso? Voll easy. Bei Dying Light würdest du jetzt springen, den Gleiter auspacken und den Enterhaken benutzen. Ja, ich muss aufhören, das Spiel immer wieder mit Dying Light zu vergleichen. Das sind zwei andere Spiele. Aber ich habe ja gehört, dass die Developer von Dying Light hier bei dem jetzt mitgemacht, oder die Programmierer zumindest, oder das Studio hier mitgemacht hat. Oh, cool. I used to love arcades. They better have a time splitters machine. Oh, I gotta get the power on. Stu? Hast du mich gerade Stu genannt? Oder meinst du shut the fuck up? Dann fehlt aber ein F. Cosmic Intruders. Du wolltest XD schreiben. Okay. War doch klar. Große Kiste. Improvisierter Hammer mit. Oh, diesmal mit Kraft drauf. Ja, das könnte unsere neue Waffe werden. Das könnte eine neue Waffe für uns werden. Extra Kraft drauf auf so einen Riesenhammer. Ja. Eigentlich gar nicht viel, wette ich gerade. 5 Kraft extra.
Der ist stärker, sehe ich gerade. 930, 944, wie kommt das? Hä? Hey, voll die Verarsche. Jetzt bräuchten wir mal eine Werkbank, dann würde ich gleich mal eine neue Waffe bauen. Dead, of course. Dann müssen wir nach oben. Nee, falscher Raum. Hä, wo war denn die Tür? War doch gerade irgendwo eine Treppe nach oben. Da. Das sieht sehr einladend aus. Ich sehe eine Falle. Oh boy, I'm never having sloppy joes again. Weißt du, was ein Sloppy Joe ist? Safety and Guidelines. Nein. Ein Sloppy Joe ist quasi wie ein Hamburger, bloß dass du statt einem richtig gepressten Patty, der am Stück gebraten wird, ne, hast du einfach bloß loses Hackfleisch. Also du machst quasi so eine Art Hackfleischsoße, wie du es ähnlich machen würdest für Spaghetti oder sowas. Ne? Und dann nimmst du einfach ein Brötchen, klatscht das drauf und wieder Brötchen drauf. Ah, oh, Mist, Werbung. Dann ich erkläre es dir gleich nochmal nach der Werbung. Oh, eine Karte. Wo ist die? Das hier? Autofahrgefähigkeit, Fuckless ab. Im Rasereimodus entflammen deine Nahkampf- und Kopfschmetterangriffe Zombies. Allerdings wird dadurch zusätzlich Raserei aufgebraucht. Was gibt's? Wo ist hier was Neues? Woher soll ich denn wissen, wo? Ja. Speikobra. Du kannst es nicht drin behalten. Halte im Reisereimodus Q, um kaustische Galle auf nichts ahne Zombies zu kotzen. Okay, das ist eklig. Oh, Buttons. Knöpfchen. Oh, jetzt geht bestimmt der ganze Jahrmarkt an. Und übelst viele Zombies kommen gleich rausgerannt. Uhuhuhu. Great. No labels. Not ideal. I'm sure that's fine. At least I got the power on. Ein Sloppy Joe ist wie ein Hamburger. Bloß das, statt dass du bei einem Hamburger hast ja einen richtigen einen Patty, ne? So eine Hackfleischmasse, vielleicht noch mit Ei oder irgendwas drin, was bindet, ne? Und zusammengepresst, ne? Und bei einem Sloppy Joe machst du einfach nur so eine Art Hackfleischsoße wie für Spaghetti. Mir aus eine Tomaten-Hackfleischsoße oder irgendwie sowas, ne? Und dann nimmst du ein Brötchen, klatscht da diese Hackfleischmasse drauf, vielleicht noch eine Scheibe Käse, muss nicht sein, und wieder ein Brötchen drauf, also andere Hälfte und dann fertig. Also es ist quasi ein Hamburger, aber mit einer losen Masse drin. Ne? Ist billiger und schneller zu machen. Haben die Amerikaner halt irgendwann fürs Kantinenessen in der Schule erfunden. Ne? Und
Und wegen diesem Anblick. Wegen diesem Anblick hat er gesagt, er wird nie wieder einen Sloppy Joe haben. Das sieht halt so aus wie eine Hackfleischmatte. Alter, ernsthaft? Ein Screamer mit Elektro-Fähigkeiten? Fuck. Nee, das ist gerade irgendwie blöd. Wird immer verrückter hier. Echt immer verrückter. Geh auf den Rummel. Ich will nicht auf den Rummel. Ich will nicht auf den Rummel. Ja, hab doch jetzt alles angelockt mit diesen scheiß Lichtern und Lärm und Feuerwerk. Ich hätte gerne mal eine Werkbank, aber ist ja weit und breit nichts. So ein Mist. Naja. Jeez, look at that. It's a massive neon zombie magnet clusterfuck. Ja. Das Ding lockt doch Zombies von kilometerweit entfernt an. Fuck, ey.